Christopher Völk, 73 Kilogramm. Miriam Roper, bis 57 Kilogramm. Eine kleine Medaille. Ich habe es bisher immer geschafft, mich bei den WMs zu steigern. Also 2011 startete ich bei meinem WM-Debüt mit dem 5. Platz. In Rio habe ich es dann aufs Treppchen geschafft, Bronze geholt. Es wäre natürlich klasse, wenn ich jetzt ins Finale käme und eventuell auch Gold gewinnen würde. Das ist natürlich das Ziel. Ich fahre dahin, um Weltmeisterin zu werden. Ich weiß natürlich, gerade in 57, da gibt es 12 wirklich potenzielle Weltmeisterinnen und es ist ein sehr enges Feld und ich tue aber alles dafür, damit ich am Ende oben stehe. Ja, natürlich wünscht man sich immer vorne dabei zu sein, am besten Fall eine Medaille zu holen. Im Endeffekt geht es auch immer darum, dann wirklich seine Leistung abzurufen. Was immer so ein bisschen der Knackpunkt ist, auch wenn man nicht den besten Tag hat, auch wenn man vielleicht gar nicht seine allerbeste Leistung bringt, trotzdem als Sieger hervorzugehen aus den Kämpfen. Und deswegen denke ich einfach, wichtig ist für mich, da hochkonzentriert zu sein und dann, wenn es gut läuft, Runde für Runde zu denken und dann mich irgendwie durchzusetzen.